Moin, mein Name ist Jens Kahrs, Bundestagsabgeordneter der SPD für den Wahlkreis Hamburg-Mitte und wir sind jetzt hier im Rheinischen Hafen. Hier mache ich seit ungefähr 20 Jahren einmal im Monat, immer sonntags von 11 bis 13 Uhr, meinen bundespolitischen Frühschoppen. Das heißt, ich komme hierher, wir sind hier in der Regel zwischen 60, 80, 100 Leute und dann wird fröhlich diskutiert, gibt ein bisschen was auf die Gabel, gibt auch ein bisschen was zu trinken. Und dann machen wir immer genau von 11 bis 13 Uhr diesen Frühschoppen und um 13 Uhr ist Schicht. Also man muss ja nicht endlos weiterreden. Heißt also, gibt eine gewisse Routine. Jetzt fällt das aber aus. In Corona-Zeiten muss man mal was anderes machen. Also habe ich mir mit meinem Team überlegt, wir machen jetzt einen bundespolitischen Frühschoppen, aber digital. Und wir haben uns auch überlegt, dass wir das so machen, dass jeder Fragen einschicken konnte. Die Fragen sind jetzt da und wir werden sie einfach in der Reihe, so wie sie eingegangen sind, hier vorlesen lassen und ich beantworte die. Dann stellen wir das ins Netz, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und dann kann sich jeder ein bisschen was angucken. Wir hoffen, dass es auch aktuell ist, aber das ist auch so ein gesunder Querschnitt der Fragen, die man üblicherweise aus so einem Frühschoppen erwarten kann. Also, leben wir zurzeit in etwas seltsamen Zeiten. Der Virus hat uns alle gepackt. Wir sind im Deutschen Bundestag auch nur noch eingeschränkt da. Das heißt, die Sitzungswochen dauern jetzt nur noch 1, 2, 3 Tage. Wir haben eingeschränkten Betrieb. Es tagen nicht alle Ausschüsse. Dafür wird das Leben halt bestimmt durch Videokonferenzen, Telcos, Telefonate. Also eigentlich für mich als jemand, der ich Menschen mag und den ganzen Tag unter Menschen bin, ist das eine wirklich schreckliche Zeit. Der Vorteil ist, der Terminkalender wird immer leerer und man kann natürlich dann auch mal wieder laufen gehen. Ich bin heute um die Außenalster gelaufen. Man kann gucken, dass man die Post ein bisschen ausführlicher macht. Also es ist immer so eine Mischung. Politisch liegt zurzeit an, dass wir diese Rettungspakete, die wir zurzeit mit dem BMF entwickeln und mit den Fachministerien im Haushaltsausschuss beschließen, durchdeklinieren, gucken, was gibt es für Rettungspakete. So, jeder hat ja mitgekriegt, dass wir versuchen, so viel wie möglich der Strukturen zu retten, damit sie über die Krise kommen. Das heißt, wir retten Arbeitsplätze, wir retten soziale Träger, wir gucken, dass wir mit diesen sozialen Trägern am Ende aber auch wieder eine Chance haben, weiterzumachen. Deswegen gibt es Geld, entweder als Zuschuss oder als Kredit oder als hundertprozentige Bürgschaft. Der Bund probiert immer zu gucken, wie es geht. Wir haben da keine Erfahrung drin. Ich habe das noch nie gemacht, Olaf Scholz auch noch nicht, Angela Merkel auch noch nicht. Deswegen fährt man so ein bisschen auf Sicht und ich glaube, dass wir im Vergleich auch mit anderen Ländern verdammt gut aufgestellt sind. An dieser Stelle muss man sich auch bei all denjenigen bedanken, die das möglich machen, die den Laden am Laufen halten. Und das ist ja nicht die Politik im eigentlichen Sinne, sondern das sind die Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, die in der Pflege arbeiten, die Lkw-Fahrer, die Menschen, die in den Betrieben, die die Wirtschaft noch aufrechterhalten. All diejenigen, die dafür sorgen, dass unser Gesellschaftssystem weiter funktioniert. Und gleichzeitig muss man gucken, dass diejenigen, die gerne arbeiten würden, die ein kleines Geschäft haben, die ein Restaurant haben, die Schausteller sind auf dem Dom, dass man denen auch eine Perspektive gibt, A, zu überleben, aber B, dass es irgendwann ja auch mal weitergehen muss. Und die Ansage ist eben, bis zum 19. April ist alles so, wie es ist. Und dann wird geguckt, ob man dann mit Lockerungen, mit einfachen Verbesserungen miteinander klarkommen kann. Ich glaube, dass das ein guter Weg ist. Zurzeit stehen wir in Deutschland auch gut da, was die Zahl der Infizierten angeht, was die Situation in den Krankenhäusern angeht. Wir müssen aber auch sehen, dass in der Vergangenheit nicht alles richtig gelaufen ist. Wir haben keinen echten Katastrophenstab. Wir waren auf diese Krise nicht vorbereitet. Wir hatten in der Vergangenheit mal 20, 30 Krankenhäuser praktisch abgelagert, die man innerhalb von 12 Stunden hochfahren konnte. Wir hatten Reserven, wir hätten Zivilverteidigung, wir haben eingelagerte Materialien gehabt, auf die wir im Katastrophenfall zurückgreifen konnten. Haben wir alles nicht. Ist ein echtes Problem. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir aus dieser Krise lernen, dass wir
als Gesellschaft gemeinsam gestärkt rausgehen, dass wir unsere Institutionen, die Unternehmen, die Träger, die Menschen heil über die Krise kriegen. Und dann müssen wir gucken, dass, wenn sowas nochmal passiert, wir deutlich besser aufgestellt sind. Und das Ganze als Paket. So, jetzt habe ich genug gesammelt. Das mache ich immer so als Eingang, um das ein bisschen einzusortieren. Und ich würde vorschlagen, dass Sie jetzt mit den Fragen anfangen. Da wir das heute ohne reales, echtes Publikum machen, sind hier zwei tapfere Mitarbeiter, die gesagt haben, die simulieren jetzt Publikum. Die haben ihre Fragen jetzt aufgeschrieben und werden nacheinander jetzt Fragen stellen, in der Reihenfolge, wie sie eingegangen sind. So, wer will anfangen? Ach Gott, ehrlicherweise haben wir so viel Urlaub, wie wir uns nehmen. Also man kann auch 4 Jahre nichts tun, aber dann wird man nicht wieder aufgestellt. Und das ist auch nicht der Sinn der Übung. Das heißt, bei mir ist es so, ich bin jedes Jahr 3 Wochen auf Wangerooge. Da mache ich immer Urlaub. Das ist die Zeit, die ich brauche, um wieder in Trab zu kommen. Und ansonsten guckt man, dass man mal einen Tag zwischendurch macht oder mal ein Wochenende. Aber das entscheidet am Ende jeder selber. Wenn man das Problem hat wie ich, dass mein Beruf auch mein Hobby ist, dann greift das alles ineinander. Es macht einem halt Spaß. Und deswegen gibt es diese fest geregelten Urlaubszeiten nicht. Also leer ist er. Manchmal sitzt man da drin und hat einen ganzen Wagen für sich. Also nicht nur ein Abteil, sondern einen ganzen Wagen. Man soll das kaum für möglich halten. Und die Idee von der Bahn ist, dass man immer am Fenster sitzt. Das heißt, der Platz, der am Gang ist, sollte frei sein, damit zwischen dem Schaffner und einem selber und den Menschen, die da durchgehen, auch noch ein bisschen Distanz ist. Das funktioniert mehr als überall, weil eben die Züge zwar weiterhin pünktlich fahren, sie sind übrigens immer pünktlich, es funktioniert alles, die Toiletten funktionieren, nicht das Problem, was man sonst manchmal hat, kann man sagen, und die Angestellten der Bahn, denen allen sei Dank, es funktioniert wieder eins. Also ich kann sagen, wenn das so weitergeht, wie es jetzt hier in der Krise läuft, super. Ja, ich würde immer Frau Merkel nicht mit Herrn Trump vergleichen wollen und Deutschland nicht mit Amerika. Ich glaube, was wir zurzeit machen, ist, wir kaufen weltweit ein und es gibt viele Firmen, die stellen um. Und wir haben im Kabinett 40 Millionen beschlossen, dass wir auch eine Produktion, die in Deutschland stattfindet, dadurch unterstützen, weil sie eben halt nicht günstiger ist als in China. Langfristig werden wir aber natürlich bestimmte Dinge auch in Deutschland selber herstellen müssen und auch in größerer Zahl bevorraten müssen. Also wir müssen ja auch aus dieser Krise lernen. Lessons learned. Heißt also, wir müssen gucken, was können wir aus dieser Krise lernen. Zwingen ist immer der falsche Weg. Ich glaube, dass es genug Unternehmen gibt, die jetzt gesagt haben, jawohl, das ist eine Marktlücke, da gehen wir rein, das machen wir. Und in wenigen Wochen, glaube ich, werden wir in Deutschland mehr als ausreichend Masken haben. Das sieht man im Toilettenpapier. Am Anfang war es nicht da, jetzt kann man im Toilettenpapier fast schwimmen. Ehrlicherweise, nein. Also jetzt sowieso nicht. Ich glaube, Ansagen, die heute kommen, man muss eine Maskenpflicht einführen, finde ich dusselig und überflüssig. Solange es nicht genug Masken für alle gibt, macht es überhaupt gar keinen Sinn, eine Maskenpflicht einzuführen. Und ich glaube auch nicht, dass man später eine dauerhafte Maskenpflicht braucht. Was es sein kann, ist, wenn man anfängt, die Corona-Maßnahmen zu lockern. Dass man halt sagt, wir öffnen Geschäfte, wir machen Restaurants auf. Dass man für eine Übergangszeit sagt, also das Personal trägt eine Maske. Oder wenn man in ein Geschäft geht, tragen alle eine Maske. Da wird sich was einspielen müssen. Und da muss man gucken, wie weit man Maskentragen sinnvollerweise gesetzlich verordnen kann. Jeder kann freiwillig machen, was er will. Aber ein Zwang, jetzt, wo es nicht genug Masken für alle gibt, halte ich überflüssig und nicht machbar. Ehrlicherweise, ich gebe mir Mühe, dass das nicht passiert. Aber ehrlicherweise, panisch bin ich da auch nicht. Auch da muss man ja aus allem irgendwas lernen, dass jeder ein bisschen mehr auf sich selber aufpasst. Ich glaube, diese Krise hat ja auch eine Chance. Also ich glaube, vieles von dem, was zum Beispiel Digitalisierung vorher nicht möglich war, ist jetzt möglich. Also wir haben ja einen Quantensprung gemacht. Und in der Vergangenheit war man sich auch nicht immer so sicher, wie die Menschen es mit dem Händewaschen so machen. Jetzt weiß man, jeder wäscht Hände. Ich mache es jedenfalls deutlich häufiger als früher. Ich habe auch was gelernt.
Also die Grundrente ist beschlossen. Sie wird kommen. Wir als SPD werden sie durchsetzen. Sie ist nicht so gut, wie wir es als Sozialdemokraten wollten. Das hat die CDU verhindert. Wir wollten mehr als 4 Millionen Menschen diese Grundrente zukommen lassen. Wir hätten auch gedacht, dass man das ausbauen muss, weil ich finde, im Alter muss man den Menschen eine Sicherheit geben, insbesondere wenn man 35 Jahre gearbeitet hat, dass man nicht mehr zum Amt gehen muss. Deswegen hat das was mit Anstand zu tun. Und die Grundrente ist runtergeschrumpft, ist nicht das, wie wir uns das vorgestellt haben, aber das, was verabredet ist in dieser Koalition, das wird kommen. Dafür wird die SPD kämpfen. Ich glaube nicht, dass das Geld alle ist, sondern es ist so, dass wir zurzeit investieren. Also wir haben Pakete aufgelegt, mit wenn man alles zusammenzählt von 2,4, 2,5 Billionen. Aber davon sind viel Gewährleistung, davon sind viel Kredite. Da werden auch Zinsen gezahlt. Wir kaufen Aktien von Unternehmen, die Probleme kriegen, damit wir sie teilverstaatlichen, der Staat sich beteiligt, die wir aber auch irgendwann verkaufen werden. Das heißt, ich glaube, am Ende werden wir als Staat unsere Verschuldungsquote erhöhen. Wir werden dann eher bei 80 oder bei 90% sein. Aber dann werden wir die Krise auch bestanden haben. Dafür ist das Geld da. Im normalen Bundeshaushalt, im Kernhaushalt, ist das Geld reserviert für die Grundrente. Das ist da, das ist abgesprochen. Olaf Scholz hat gesagt, das läuft. Wir werden aber gleichzeitig auch mehr Belastung haben. Das heißt, was wir brauchen, wir werden wohl noch mal einen Nachtragshaushalt machen. Es wird für Corona auch noch einiges kommen müssen. Wir müssen uns zum Beispiel um Schullandheime kümmern, um Müttergenesungswerke. Wir müssen gucken, was im Bereich Kultur mit den Clubs läuft. Also da wird noch vieles nachjustiert werden. Das wird auch Geld kosten. Dann werden wir höchstwahrscheinlich auch noch Konjunkturprogramme brauchen, damit wir die Wirtschaft noch mal anschieben, damit, wenn denn diese Krise durch ist, wir mal mit Schwung nach vorne kommen, damit wir im nächsten Jahr ein richtiges Wachstum haben. Aber das generiert ja auch wieder Steuereinnahmen. Das heißt, mir ist da nicht bange. Wir haben 10 Jahre lang hart gespart. Wir haben keine neuen Schulden gemacht. Für uns als SPD war das kein Fetisch wie für die CDU, die immer von der schwarzen Null gesprochen haben. Wir finden, für nachfolgende Generationen ist es wichtig, keine neuen Schulden zu machen. Deswegen stehen wir jetzt so gut da. Aber jetzt kann man neue Schulden machen. Jetzt sind wir auch in der Lage, alles das zu tun, was man tun kann. Jetzt sind wir der Stabilitätsanker in der Europäischen Union. Jetzt können wir uns selber helfen und unseren Nachbarn. Und ich glaube, das ist gut gewesen, dass wir gespart haben. Aber es ist genauso gut, dass wir jetzt investieren, um heil als Land mit den Menschen und den Arbeitsplätzen über die Krise zu kommen. Also wir sagen jetzt, Schnelligkeit geht vor Genauigkeit. Wir wollen jetzt gucken, dass wir möglichst schnell den Menschen helfen, die jetzt ohne Geld sind, die ihre Mieten bezahlen müssen, die leben müssen, die klarkommen müssen, die ihre Geschäfte über die Zeit bringen müssen. Gleichzeitig ist es aber so, dass man zum Beispiel die 9.000 Euro Unterstützung, die man bekommt vom Bund, also zum Beispiel als Solo-Selbstständiger, die muss man im nächsten Jahr eine Steuererklärung angeben. Und dann wird nochmal geprüft, wie das Jahr war. Hatte man trotzdem Bomben, ja trotz der Krise, dann wird es entsprechend wegversteuert. So, hatte man das nicht? Eben nicht. Und natürlich wird es stichprobenartige Prüfungen geben, um zu gucken, dass mit dem Geld kein Schmuh gemacht wird. Es wird immer irgendwas schiefgegangen sein. Das ist bei diesen gewaltigen Summen so. Da muss man im Nachhinein gucken. Wir nennen das nachgelagert prüfen. Aber jetzt geht erstmal Schnelligkeit vor Genauigkeit, um den Menschen über diese Hürden zu helfen. Ich war mal mit 17, ein Jahr nach der 10. Klasse, Austauschschüler in den Vereinigten Staaten, in Rockford, Illinois. Und wir hatten eine Einführungswoche und die hat in New York stattgefunden. Wir hatten über viel Freizeit, bin ich in New York gegangen. Und dann kommt man eben auf diesen alten historischen maritimen Hafen und da lag ein Segelschiff. Ich fand Segelschiffe immer schon sehr beeindruckend. Und das stand da drauf, Peking, Hamburg. Ehrlicherweise, ich hatte überhaupt gar keine Idee, warum ein Viermaster, ein Segelschiff, wo Peking draufsteht, was aus Hamburg kommt, nun in New York festgemacht wurde. Die haben das dann auch erklärt. Ich fand das da sehr faszinierend. Die hatten da so Tafeln stehen.
Aber irgendwie hat mich das gepackt. Ich habe das dann, als ich nach Hamburg gezogen bin, immer so ein bisschen weiterverfolgt. Und ich bin ja im Haushaltsausschuss auch für Kulturberichterstatter. Und als ich dann mitgekriegt habe, dass die Peking verschrottet werden sollte, weil die Amerikaner entschieden haben nach so einem Wirbelsturm, dass sich nicht zwei von solchen Schiffen leisten können und nicht zwei sanieren können, dass eins dann eben weg muss und dass die Peking dann verschrottet werden soll, dann war es eben so, dass die Stiftung Maritim in Hamburg gesagt hat, ja, aber wäre es nicht schön, wenn wir hier in Hamburg, und es gab viele Menschen, die Schiffe retten wollten. Und deswegen habe ich dann gedacht, ja, dann muss man noch mal gucken, ob da was geht. Und ehrlicherweise weiß ich nicht, ob man im Haushaltsausschuss einfach einen Viermaster gerettet hätte wie Peking. Aber es gab auch Pläne in Hamburg für ein deutsches Hafenmuseum. Und so habe ich das dann kombiniert. Dann bauen wir doch dieses deutsche Hafenmuseum. Und das erste Ausstellungsstück dieses deutschen Hafenmuseums ist dann eben die Peking. Und davon konnte ich dann die Kollegen im Haushaltsausschuss überzeugen, so dass wir dann 120 Millionen zur Verfügung gestellt haben. Dann wurde die Peking für kleines Geld, ich glaube für 1.000 Dollar, in den USA gekauft, unterhalb des Schrottwertes. Dann wurde es mit einem Dockschiff für 900.000 Euro hier nach Deutschland gebracht, ist jetzt in einer Werft und wird für deutlich mehr als die 27 Millionen, die vorgesehen waren, nämlich jetzt, glaube ich, für 35, 36 Millionen, einmal komplett grundsaniert. Das Geld ist aber in den 120 Millionen enthalten. So, und dann wird die Peking hier in Hamburg liegen und stolz wie Bolle, freue mich jetzt schon. Ich bin ein großer Fan der Rigmer Rigmers, die liegt ja auch hier. Übrigens von einer Bremer Kaufmannsfamilie geordert, auf einer Bremer Werft gebaut, liegt in grün-weiß angestrichen im Hamburger Hafen. Ist schon für die Hamburger nicht ganz einfach. Jetzt haben wir hier ein Schiff, das ist von einer Hamburger Reederei, der Leitz-Reederei, geordert worden, ist auch bei Blohm und Voss gebaut worden und wird jetzt hier in Hamburg liegen. Und das Lied heißt, der Hefmann Hamburger Fährmaster sehen. Das ist kein Dreimaster, sondern ein Fährmaster. So, und das Lied stimmt wieder, gute Sache. Und wenn das dann hier wieder in Elbe liegt und wir uns das alle angucken können, bin ich nicht nur stolz wie Bolle, sondern auch froh. Und da kann man auch nur allen Beteiligten danken, die da mitgezogen haben, Stiftung Maritim, der Senator Broster, der Senat, der sich immer mehr in die Richtung entwickelte, das doch irgendwie gut zu finden, sodass wir am Ende was Tolles für Hamburg haben. Im Kern ist es so, dass wir zurzeit als SPD-Bundestagsfraktion mit der CDU verhandeln, ob wir eine Möglichkeit finden, entweder als Zuschuss oder als Kredit für Studenten was zu basteln. Das würde jetzt in der zweiten Corona-Folge kommen. Das muss man sehen, wie das läuft. Das ist nicht ganz einfach. Da gibt es viele, die das nicht wollen. Aber wir haben jetzt gesagt, wir wollen das. Das ist bei uns in der Fraktion beschlossene Sache. Und jetzt ist es eine Frage, kriegen wir das in so eine zweite Corona-Reihe rein? Wie wird das ausgestaltet? Das ist aber gerade in der Arbeit. Also wenn es nach mir gehen würde, hätten wir die ganze Zeit Tagesfahrt machen können. Aber der Virus ist halt nun mal da. Ich mache ja 80 Tagesfahrten im Jahr, das heißt 40 mit Schulklassen, 20 mit allgemeinbildenden Schulen, 20 mit Berufsschulen und 40 für freilaufende Bürger. Also Menschen, die sich anmelden, Spaß daran haben und mitfahren wollen und für 25 Euro dann einen Tag mit mir verbringen. Wir fahren dann immer um 7 Uhr in der Kirchenallee ab, da komme ich dann in diesen Bus rein. Da sitzen dann 50 Menschen, in einem fröhlichen Moin geht's dann los. Und dann fahren wir mit der Firma Steinke nach Berlin, halten bei Kilometer 116 in Stolpe, machen da 20 Minuten Pause, fahren dann weiter nach Berlin rein, dann mache ich eine Stadtrundfahrt, eine Reichstagsführung, eine Diskussion, dann eine Stunde, dann geht's auf die Kuppel, da haben die Menschen 4 Stunden Freizeit, um 17 Uhr geht's dann mit dem Bus wieder nach Hamburg und dann sind wir gegen 20.30 Uhr, 21 Uhr wieder hier. Eigentlich würde ich das gerne weitermachen. Wir haben jetzt ganz viele Fahrten absagen müssen und damit vielleicht einige auf den Geschmack kommen, mache ich das gleiche wie hier. Nächste Woche Mittwoch als eine virtuelle Berlin-Fahrt. Das heißt, wir fahren mit dem gleichen Bus der Firma Steinke wieder nach Berlin. Wir werden dann fahren. Ich erkläre dann alles, was sie so zwischendurch tun. Die Zeiten, wo wir da alle nur sitzen und wo jeder schnackt, die muss man vielleicht nicht filmen. Das werden wir nochmal entwickeln. Dann mache ich die Stadtrundfahrt, wie wir nach Berlin reinfahren. Dann gucken wir, wie wir das hier digital hinkriegen.
aber dass man ein Gefühl dafür kriegt. Dann mache ich eine Führung durch den Reichstag, checken uns ein in Paul Löbe-Haus, gehen durch den Tunnel dann in den Reichstag rein, durch den Keller, Plenarsaal-Ebene, Fraktionsebene. Dann haben wir eine Stunde Diskussion. Wenn dann wieder genug Fragen da sind, machen wir die. Ansonsten verweisen wir hier auf diesen Frühschoppen. Muss man sehen, wie die Bereitschaft ist, Fragen zu stellen. Ja, und dann kann man das nachvollziehen. Und ich bin mir sicher, irgendwann, wenn das wieder erlaubt ist, werden wir auch wieder Tagesfahrten anbieten. Ich mache das, wie gesagt, seit dem Jahre 2000. Und wenn man dann immer 80 Busse pro Jahr macht, da kommt dann schon eine ganze Menge zusammen. Ich habe festgestellt, dass es einfacher ist, mit Menschen zu reden, als lange Brieffreundschaften zu entwickeln, wo man sich gerne auch mal missversteht. Und das ist viel einfacher, wenn man sich direkt erreicht. Ich habe das am Anfang auch mit Telefonterminen gemacht und sowas, aber das ist ganz gruselig, weil dann passt das bei dem einen und anderen nicht. Handy ist eine einfache Geschichte. Jeder kann sich das angucken, kann mich anrufen. Wenn man freundlich ist, schreibt man mir vorher eine SMS oder eine WhatsApp oder bei Facebook, Twitter, Instagram, irgendwas mit Johannes Kaas ist das immer, findet man mich und dann sagt man das und dann findet man sich immer zueinander. Und meine Erfahrung ist, wenn man Abgeordneter eines Wahlkreises ist, direkt gewählt, dann wollen die Leute auch ihren Abgeordneten sehen und ansprechen. Und man kann ja sonntags immer darüber reden, ob Politikverdrossenheit was Gottgegebenes ist oder was man dagegen tun kann. Und der Bundespräsident hält auch eine bedeutende Rede. Aber ich glaube, Politikverdrossenheit kriegt man nur durch Nähe hin. Nähe heißt Tagesfahrten, Frühschoppen. Ich mache auch Hausbesuche, 222 Mal, ja, besuche ich die Menschen zu Hause. Oder eben, man kann seinen Abgeordneten jederzeit erreichen. Auf den Kugelschreibern, die ich immer habe, steht dann meine Büronummer. Und meine Handynummer steht bei Facebook, Twitter, Instagram. Die kriegt man dann eben auch im Netz. Und dann ruft man mich an. Ich habe da nur gute Erfahrungen mit gemacht. Und die paar Deppen, die dabei sind, denen erzählt man dann auch, was man von ihnen hält. Und dann ist auch gut. Zur großen Freude meines Berliner und meines Hamburger Büros bemühe ich mich immer, das irgendwie hinzukriegen. Das heißt, in Hochzeiten haben wir manchmal auch 4, 5 oder 6 Praktikanten im Hamburger Büro und die gleiche Zahl im Berliner Büro. Das hängt ja auch davon ab, wann Ferien sind, wie es entsprechend passt. Man kann das machen einfach als Tagespraktikum, um mal reinzuschnuppern. Man kann das machen mal für eine Woche, um Gefühl dafür zu kriegen, was macht so ein Büro in Hamburg oder in Berlin. Wir machen das auch einen Monat, 2 Monate, 3 Monate. Je nachdem, wie die Leute Lust haben, wie sie Zeit haben. Ich persönlich glaube, es ist eine tolle Sache, einfach so mal den Einblick zu bekommen. Man muss ja nicht wirklich arbeiten, wenn man einen Tag oder eine Woche da ist oder zwei, aber man kriegt was mit, man guckt sich was an und man kriegt so ein Feeling mit, wie läuft ein Abgeordnetenbüro im Wahlkreis und wie läuft das in Berlin. Ich glaube, bei all dem Elend, was diese Krise mit sich bringt, muss man ja immer auch nach dem Guten suchen, immer nach dem Positiven. Abgesehen davon, dass wir uns alle jetzt die Hände waschen. Ich glaube, dass die Digitalisierung einen echten Sprung nach vorne macht. Ich erlebe, dass Dinge möglich sind auf einmal in Firmen, Unternehmen, im Deutschen Bundestag, die vorher einfach undenkbar waren. Das heißt, wir haben einen Quantensprung gemacht und wir haben aber auch gesehen, was alles nicht geht und woran das liegt. Das heißt, ich glaube, wir werden alle in den nächsten Jahren unglaublich viel Geld in Digitalisierung investieren. Wir müssen aber auch natürlich gucken, was das für Folgen hat. Heißt das, dass die Menschen, die jetzt alle im Netz einkaufen, künftig weiter im Netz einkaufen? Was heißt das für die kleinen Geschäfte? Was heißt das für die Infrastruktur in der Innenstadt? Was heißt das für unser persönliches Miteinander? Ich glaube, das muss man sich alles überlegen. Will man, dass große amerikanische Plattformen unser Leben beherrschen? Oder will man vielleicht auch europäische Plattformen haben? Muss man da ordentlich Geld investieren? Oder muss man gucken, dass man diese Plattformen so neutral stellt, dass wir wie Marktplätze für alle besuchbar sind und dass das eben nicht mehr reiner Kommerz ist? Also die Fragen wird man alle diskutieren müssen, je mehr wir digitaler werden. Und wenn man dann guckt, dass man eben sowas wie Google nutzt, dass man wie Amazon unterwegs ist und andere Sachen macht, kann das angehen, dass Dinge, auf denen die Geschäftsmodelle von Millionen von Menschen beruhen, dass eher wie Marktplätze sind, also eine digitale Mönckebergstraße, dass das privat betrieben wird, gewinnbetrieben und vielleicht dann auch nochmal mit anderen Interessen hinterlegt ist,
So, das muss man jetzt einfach auch mal offen diskutieren. Wollen wir, dass das nicht so ist? Wollen wir sowas europäisch organisieren? Wollen wir das gemeinnützig organisieren? Oder soll das die Europäische Union regeln, der Staat? Das sind alles Fragen, zu denen ich eine Meinung hätte, aber die wir als Gesellschaft diskutieren müssen. Wollen wir Innenstädte haben, die funktionieren? Da müssen wir da auch einkaufen. Wollen wir alles im Netz bestellen? Dann sind die Innenstädte tot, dann macht es eben auch keinen Sinn mehr. Dann kann man nicht mehr über die lange Reihe gehen. Dann hat man ein Problem, nicht? Wenn man in Barmbek unterwegs ist und will dort shoppen gehen, dann ist da eben nichts mehr. Wer das will, ich nicht. Also müssen wir darüber reden. Das heißt, Digitalisierung ist ein Segen und der Teil, der kein Segen ist, über den müssen wir verhandeln. Ehrlicherweise, ich habe kein Problem mit einer Vermögensteuer. Es gibt sie in anderen Ländern. Wir hatten sie in Deutschland auch. Die Vermögensteuer ist Verfassungsgericht gescheitert zu Zeiten von Helmut Kohl, aber wegen irgendwelcher Kleinigkeiten. Und das Verfassungsgericht hat der Bundesregierung aufgegeben, eine Vermögensteuer ein paar Dinge anders zu sortieren. Und dann kann sie weiter bestehen. Das hat die Regierung damals, Schwarz-Gelb, Helmut Kohl, nicht gemacht. Dann wurde die Vermögensteuer abgeschafft. Ich finde eine Vermögensteuer vollkommen in Ordnung. Wir können sie in Deutschland gerne einführen. Wenn man große Vermögen besteuert, damit sie auch die Kosten der Krise tragen, kann das alles in Ordnung sein. Aber ich glaube, das sollte man nach der Krise machen, wenn wir das hier alles hinter uns haben. Da muss man das in Ruhe gesellschaftlich diskutieren, weil das ist nicht unproblematisch. Wir haben viele mittelständische Unternehmen, die sind im Eigentum. Das ist Vermögen. Und wenn wir das besteuern, kann es sein, dass das eben nicht mehr entsprechend stattfindet, wie beim Vererben. Also muss man gucken, wie man solche Vermögen davon ausnimmt. Dass man guckt, dass auch mittelständische Unternehmen nicht ihre Existenz wegbesteuert wird, dass sie nicht im Kern besteuert werden. Man muss gucken, dass auch bei, wenn das vererbt wird, solche Unternehmen eine Chance haben. Weil der Mittelstand stellt die Mehrheit der Arbeitsplätze in Deutschland. Und deswegen glaube ich, man kann über eine Vermögenssteuer reden. Dann ist aber nicht die Frage ja oder nein, sondern die Frage wie. Das muss man sich erstmal angucken. Welche Modelle gibt es? Und man sich da auf ein Modell einigen kann, dann glaube ich, ist die Frage, ob es kommt, eher zweitrangig. Sondern dann kommt es. Ehrlicherweise ist die Bonpflicht etwas, was wir als SPD nie wollten. Wir wollten immer, dass es Registrierkassen gibt, wo das Finanzamt direkt darauf zugreifen kann, wie wir das als Deutschland ja auch den Griechen aufgezwungen haben in der Krise, damals, als es die ESM-Kredite gab. Und da haben wir dann eben auch durchgesetzt, dass da Steuern gezahlt werden. Dafür ist die Bonpflicht da. So, wir wollten damals, als Schäuble dieses Gesetz beschlossen hat, dass diese elektronischen Registrierkassen da drin sind und die Bonpflicht war nur eine Möglichkeit, wenn das bis dahin nicht klappt. Schäuble hat aber nichts gemacht. Die CDU, CSU fand das Ganze in Ordnung, dass diese Registrierkassen in die elektronischen nicht kommen. So, und das hat dazu geführt, dass jedes Jahr eine zweistellige Milliardensumme hinterzogen wird, weil es halt eben geht, weil es halt praktisch ist. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, als Olaf Scholz Finanzminister geworden ist, wir wollen das stoppen, wir wollen, dass jeder seine Steuern zahlt, weil der Ehrliche darf nicht der Dumme sein, weil der eine, der die Steuern abführt, dem geht es natürlich deutlich besser als dem anderen, der sie nicht abführt. So, und deswegen muss man gucken, dass man das vernünftig regelt. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt die Bonpflicht, aber wenn denn dann die Registrierkassen funktionieren, wenn das mit dem Finanzamt läuft, dann brauchen wir sie eben auch nicht mehr. Also die Jobcenter sind zu, aber man kann das alles digital regeln. Es gibt die Möglichkeit, dass man das digital machen kann. Es gibt viele Menschen, die jetzt da sind. Weil das Kurzarbeitergeld zu niedrig ist, kann man eben noch Unterstützung fürs Wohnen, für die Miete bekommen, fürs Leben. Das macht das Jobcenter. Deswegen haben wir aber auch ein Problem. Es werden jetzt Tausende, Zehntausende zu den Jobcentern gehen und aufstocken wollen. Und deswegen sind wir als SPD-Fraktion der Meinung, und das diskutieren wir gerade in der Regierung mit dem Koalitionspartner, dass das Kurzarbeitergeld aufgestockt werden muss von 60, 67, also mit Kind, auf 80, 87, damit die Menschen dann eben nicht mehr ins Jobcenter müssen, damit sie nicht mehr gucken müssen, ob sie Hilfen für Lebensunterhalt oder für die Unterkunft bekommen müssen, sondern damit sie damit klarkommen.
Das ist eigentlich das Ziel. Schön wäre das, wenn die Gewerkschaften das überall vereinbaren könnten, über Tarifverträge. Das kriegt man auch hin, da wo die Gewerkschaften stark sind. Aber in vielen Bereichen, im Einzelhandel zum Beispiel, klappt das überhaupt nicht. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir da hochgehen auf 80, 87. Mal gucken, ob es klappt. Die AfD ist keine rechte Partei, die AfD ist eine rechtsextremistische Partei. Ich glaube, dass die AfD ein Geschäftsmodell hat, von dem Kurt Schumacher mal über eine andere Partei gesagt hat, dass ihre Politik ein dauerhafter Appell an den inneren Schweinehund ist, an Hass, Neid, Angst, Frust, Missgunst. Und dieses Spaltende ist das, was diese Partei so ätzend macht. Sie spaltet dieses Land, sie hetzt auf gegen Ausländer, Flüchtlinge, Schwule, Andersdenkende. Sie kann immer nur spalten. Und eine Partei, die so rechtsextremistisch ist, die dieses Land grundlegend verändern will, die muss man als Verfassungsschutz prüfen, beobachten und am Ende muss ein Verbotsverfahren stehen. So, das ist ein schöner Dreisatz. Das mit dem Prüfen ist passiert. Jetzt wird der Flügel unter Höcke, diese 40%, 50% der AfD, beobachtet. Jetzt soll dieser Flügel aufgelöst worden sein oder den gibt es nicht mehr. Dann finde ich, muss man eben auch die ganze AfD beobachten. Herr Gauland hat ja nun gesagt, Herr Höcke ist in der Mitte der Partei angekommen. Heißt also, der Flügel ist die Mitte der Partei. Dann muss man auch die ganze Partei beobachten. Und wenn man genug Material zusammen hat, und ich finde, wer einmal ins Netz geht, geht auf die Seiten, hört sich an, was die AfD-Kollegen im Bundestag so erzählen, der kann gar keinen Zweifel daran haben, dass das eine verfassungswidrige Partei ist. Und wenn das so ist, dann muss es irgendwann ein Verbotsverfahren geben. Und wenn dieses Verbotsverfahren vom Verfassungsgericht erfolgreich ist, dann muss sie verboten werden. Und wenn sie verboten worden ist, dann muss man natürlich auch gucken, dass es nicht angehen kann, dass man im öffentlichen Dienst arbeitet oder gar Beamter ist und gleichzeitig Mitglied einer verfassungswidrigen Organisation ist. Das heißt, da muss es Berufsverbote geben. Und das muss klar sein. Dieses Land wird als wehrhafte Demokratie nicht nach rechts kippen. Und dafür stehen die demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag, wir alle. Wir sind eine wehrhafte Demokratie. Ich habe das mal bei der Bundeswehr gelernt, wie das so zu funktionieren hat. Und das wird so laufen. Sicherweise, ich bin offen für einen Bundeskanzler der SPD. Und dann muss man gucken, dass man eine vernünftige Mehrheit zusammenkriegt, die stabil 4 oder 5 Jahre regiert. Das ist das für mich Wesentliche. Das heißt, man muss einfach gucken, wollen die möglichen Koalitionspartner das auch. Wir haben das ja bei Jamaika gesehen. Die haben da monatelang verhandelt, Zigarettenpausen gemacht, Kaffee getrunken und am Ende hat es nicht geklappt. So, das heißt, es kann auch mal nicht funktionieren. Aber das sollte man vorher wissen. Das heißt, Koalitionsverhandlungen, wenn man zum Beispiel in diesem Fall dann über Rot-Rot-Grün redet, glaube ich, muss man mit den Grünen reden, ob die das wollen. Bei den Grünen hat man manchmal das Gefühl, sie wollen lieber mit der CDU koalieren als mit der SPD. Das heißt, da müssen die Grünen sagen, ob sie wirklich wollen. Und die Linke muss für sich die Frage beantworten, ob sie dann immer alle ihre Abgeordneten an Bord haben, wenn es auch mal zu schwierigen Entscheidungen kommt. Ich erinnere mich noch an die rot-grüne Koalition. Da gab es den Kosovo-Konflikt, da gab es die Irak-Frage, da gab es viele Reformen. Da müssen dann auch alle Abgeordnete an Bord sein. Und wenn die Linke garantieren kann, dass man, wenn man einen Koalitionsvertrag macht, sich alle auch daran halten. Und das ist eben nicht nur die Frage Bundeswehr und NATO und eingebunden in das westliche Bündnissystem. Das geht eben auch um Grundwerte und um innerliche Politik. Wenn man das Gefühl hat, sowohl in der SPD als auch bei den Grünen, als auch bei den Linken, dann kann man das machen. Im Moment sehe ich das aber nicht. Die Linken müssen sich ja noch ein bisschen bewegen. Bei der Hälfte, 2/3 Linken, habe ich da gar kein Problem. Aber die Linken wissen ja selber, dass sie da ein Problem haben. Das wird ja auch immer wieder innerhalb der Linken diskutiert. Und wenn die das hinkriegen, warum nicht? Im Osten hat es ja in vielen Ländern ganz vernünftig funktioniert. Also ich will da nicht dogmatisch sein. Ich bin halt nur ins Gelingen verliebt. Es muss dann auch 4 oder 5 Jahre halten.
Ich glaube, dass man nach dieser Krise diese Lessons learned, also das, was wir alles jetzt vermissen, was nicht da ist, das müssen wir hinkriegen. Das heißt, wir müssen gucken, dass ein Katastrophenschutz funktioniert. Wir müssen gucken, dass wir vorbereitet sind im medizinischen Bereich. Das heißt, wir sollten jetzt schon mal anfangen, zum Beispiel in Krankenhäusern deutlich besser zu bezahlen, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Wir müssen größere Reserven an Masken und Desinfektionsmitteln anlegen. Wir müssen gucken, ob wir Krankenhäuser haben, die wir einfach auftauen können, also die wir entstauben und hochfahren können innerhalb von 12 Stunden, dass man das für die Krise hat, was ja früher mal alles in Deutschland möglich war. So, und dann muss man aber auch gucken, dass man in dem ganzen Bereich Forschung, was auch Impfstoffe angeht und Ähnliches, deutlich mehr investiert, deutlich mehr tut. Weil, ehrlicherweise, das ist schon alles sehr schlimm, was wir hier haben. Aber wenn die Sterblichkeitsrate noch mal deutlich, deutlich, deutlich höher wäre, dass ein anderer Virus wäre, dann möchte man sich gar nicht vorstellen, wie das dann hier laufen würde. Und auch darauf muss man vorbereitet sein. Und ich glaube, wenn man aus dieser Krise was lernen kann, dann heißt das, wir müssen mehr Geld investieren in gerade diesen Bereich. Ehrlicherweise, das weiß ich nicht, das müssen die Kultusminister entscheiden. Aber ich glaube, dass nach dem 19. April man gucken wird, dass man schrittweise Lockerung hat, wenn das möglich ist. Und das wird eben auch Kindergarten und Schule umfassen. Ob das gleich alle auf einmal sind, ob das nur bestimmte Jahrgänge sind, das entscheiden die Experten. Wichtig ist, dass das, was wir erreicht haben, dadurch, dass wir uns zurückgehalten haben, dafür, dass wir alle so zu Hause waren, dafür, dass wir in dieser Republik, finde ich, hochdiszipliniert mit dieser Krise umgegangen sind, bei all den Problemen, die es gegeben hat, dass man das nicht kaputt macht. So, und die Abwägung müssen am Ende die Landesregierung und die Bundesregierung mit uns allen treffen. Und die Kultusminister sind da gefordert. Man muss ja gucken. Also es wird jedenfalls am Anfang nicht ganz einfach, weil wenn Sie Abstände von 2 Metern einhalten müssen, gucken sich die Klassenräume an, wie passen da rein. Größere Räume für alle gibt es auch nicht. Braucht man dann eben vielleicht mehr Zeit, dass versetzt unterrichtet wird. Also da wird man sich was einfallen lassen müssen. Also ich glaube, dass wir uns überlegen müssen, wie wir das langfristig auch abbezahlen, klar. Aber das heißt natürlich eher, dass wir mehr investieren müssen. Man kriegt ja mehr raus, wenn man investiert. Und natürlich müssen auch die Infrastrukturmaßnahmen kommen. Die A26 muss kommen, wir werden weiter den Hamburger Hafen ausbauen, wir müssen gucken, dass wir den statt der Kühlbrandbrücke, die irgendwann mal in die Tage gekommen ist, den Kühlbrandtunnel bauen. Also all die großen Infrastrukturmaßnahmen, die U5, die geplante Tunnel jetzt unter der Außenalster durch, all das, finde ich, muss kommen und dafür müssen wir investieren. Dafür muss man im Notfall auch weitere Schulden machen. Das kriegt man auf Strecke dann hin. Aber wir dürfen jetzt nicht uns zu Tode sparen und alles das kaputt machen, was wir gerade über die Krise gerettet haben. Eher jetzt mehr investieren. Und wenn wir Konjunkturpakete haben, mit denen wir das alles in Gang bringen, dann ist auch Teil dieser Konjunkturpakete, dass man eben auch mehr in Infrastruktur investiert. Das heißt, das genaue Gegenteil ist richtig. Je mehr man in Infrastruktur investiert, umso eher kriegen wir unser Land wieder nach vorne geschoben. Also Desinfektionsmittel ist ja auch keine Atomphysik und Schutzkleidung auch nicht. Ich glaube, das kriegt man alles hin, das wird man machen. Das sind ja auch keine wirklichen großen Aufgaben. Man muss aber gucken, dass man langfristig diese Globalisierung nicht kaputt macht. Also den Handel zwischen den Völkern und den Nationen. Wir Deutschen sind immer eine der Exportweltmeister, immer unter den ersten 1, 2, 3. So, wir leben vom Export in andere Länder. Wir leben davon, dass wir Waren herstellen, die wir anderen Menschen verkaufen. Wenn wir jetzt anfangen, alles in Deutschland für uns selber herzustellen, dann machen das andere auch. Die Ersten, die darunter leiden werden, sind wir, weil wir nicht mehr exportieren können. Weil so viel Rohstoffe haben wir nicht. Das heißt, wir sind nicht nur allein auf einer kleinen Welt für uns, sondern wir müssen gucken, dass wir als Europäische Union noch enger zusammenarbeiten. Wenn man was aus dieser Krise lernen kann, ist es, dass Europa stärker werden muss. Wir brauchen also als Ergebnis mehr Europa und nicht weniger. Das finde ich ganz wichtig.
Und natürlich müssen wir aber auch gucken, dass wir weltweit mit Handelspartnern, ob es in Südamerika, ob es in China oder Australien ist, gut zusammenarbeiten. Man muss sich weiterhin um Afrika kümmern. Das heißt, das geht nur, indem diese Globalisierung läuft. Aber man muss vielleicht bei Fertigungsketten gucken, dass die Abhängigkeiten nicht zu groß werden, dass man nicht zu viele Abhängigkeiten hat. Das wird dann jedes Unternehmen für sich entscheiden müssen. Die lernen ja auch gerade alle was. Da bin ich ganz unbesorgt. Die Normalität wird ein bisschen dauern. Also ob das im nächsten Jahr alles so läuft, wie das vor der Krise war, kann man hoffen, das weiß man nicht. Aber wir werden jetzt schrittweise gucken, dass es besser wird. Ich hoffe, dass man in diesem Jahr schon mal Urlaub in Deutschland machen kann, mit Vorsichtsmaßregelungen, mit Masken, mit Abstandsregelungen. Aber dass man an Nordsee, an Ostsee, in die Alpen irgendwie fahren kann. Ich bezweifle, dass man groß in andere Länder fahren kann oder große Flugreisen machen kann. Das muss man jetzt sehen, wie sich sowas schrittweise entwickelt. Und deswegen darf man nicht zu viel versprechen. Aber ich finde es wichtig und gut, dass wir hier in Hamburg eine Regelung für uns gefunden haben in der Krise, dass man rauskommen kann, dass man um die Außenalster laufen kann, dass man wandern kann. Ein bisschen wenig Verständnis habe ich für die Maßnahmen des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten, der sogar Radfahrer und Fußgänger an der hamburgisch-holsteinischen Landesgrenze stoppen lässt und zurückschickt. Also ehrlicherweise, das finde ich ist abstrus, hat mit der Sachebene nichts zu tun. Der sollte sich mal überlegen, was denn das heißt Großraum Hamburg, was das Metropolregion heißt, was Zusammenarbeit heißt. Da kann man doch jetzt nicht Freundschaften zerkloppen, die seit Jahrzehnten gewachsen sind. Und wir überlegen uns auch mal wieder, wo ist hier eine Landesgrenze. Also da, finde ich, sind einige deutlich über das Ziel hinausgeschossen. Und da sollte man seine eigene Selbstprofilierung vielleicht mal ein bisschen einsammeln. Ich glaube nicht, dass man was gegen China machen muss. Wir sind ja auch Handelspartner von China und die Wirtschaft ist eng verflochten. Wenn man was will, dann muss man es halt auch selber machen. Das heißt, wenn die Europäische Union will, dass bestimmte Dinge in Europa stattfinden, dann müssen wir die Finanzierung in Europa auch übernehmen und machen. Das heißt, da müssen wir uns überlegen, wie eine Europäische Union auch im Rahmen dieses Green Deals, den wir da haben, vielleicht auch mehr in Ländern investiert, dass man guckt, dass solche Dinge denn dann innereuropäisch geregelt werden. Und ehrlicherweise, dazu kann Deutschland was beitragen, aber zu allerförderst ist die Europäische Union gefordert. Unsere Unterstützung hat sie da, glaube ich. Also ich glaube, dass Steuererhöhungen, und das hat Olaf Scholz ja schon mal gesagt, das Falscheste sind, was man nach so einer Krise machen kann. Sondern man muss jetzt erstmal gucken, dass die Wirtschaft wieder anläuft. Man muss gucken, dass die Strukturen laufen, dass die Arbeitsplätze sicher sind. Und man muss den ganzen Laden wieder in Schwung bringen. So. Und wenn das gelaufen ist, dann wird man sich vielleicht in der nächsten Legislaturperiode überlegen müssen, wie zahlen wir zurück? Wir haben ja gesagt, zu einem bestimmten Stichtag wollen wir anfangen zurückzuzahlen, wie wir das regeln. Und dann kann man darüber reden, wie man das Steuersystem neu sortiert. Ich persönlich finde auch, der Spitzensteuersatz sollte erst bei 90.000 Euro anfangen. Da wird man zu Verschiebung kommen, da muss man einfach gucken, wie man Menschen mit niedrigem Einkommen entlastet. Da muss man gucken, wie man Menschen mit höheren Einkommen eher belastet und wie man das hinkriegt. Aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass das in dieser Legislaturperiode irgendeine Form von Rolle spielen sollte. Jetzt müssen wir erstmal dafür sorgen, dass wir wieder alle auf Gleis kommen und nach vorne fahren. Hatte ich heute gerade, als ich kurz davor war, auf die Lombardbrücke zu laufen, nachdem ich einmal um die ganze Außenalster, ich war fertig. Ansonsten ist so, natürlich hat man mal Frust, aber den bewältige ich eher, indem ich immer angreife und Attacke mache. Alles hinschmeißen macht keinen Spaß, weil man muss ja immer wieder aufstehen. Und deswegen, nicht Lessons learned, immer einmal mehr aufstehen, als man hingefallen ist, immer ein Lächeln im Gesicht und ein bisschen Attacke und dann läuft das schon. Ehrlicherweise ist das, was in Ungarn passiert, unakzeptabel. Wir finden das alle falsch. Aber sie rauszuschmeißen, ist ja die Frage, wer ist dann der Nächste? Reden wir danach über Polen und danach über wen?
Das heißt, das macht alles keinen Sinn. Sondern man muss gucken, dass diese Länder schrittweise, sei es durch Sanktionen, durch gute Ratschläge, durch ein gemeinsames Mitnehmen, durch Unterstützung, freundschaftlich wieder eingesammelt und einsortiert werden. Die sind eben, haben eine andere Erfahrung als wir. Die sind nicht in Europa, in Westeuropa gewachsen, haben viele Dinge demokratisch gelernt, strukturiert. Die sind nach 90 ja erst Demokratien geworden und haben eben Schwierigkeiten, auch das umzusetzen. Das heißt, ich glaube, man muss denen auch Zeit geben, muss aber auch gucken, dass sie sich an die Spielregeln halten. Europa ist eine Wertegemeinschaft. Das heißt, die Werte müssen am Ende überall gelebt werden. Dafür müssen wir kämpfen und streiten. Dafür müssen wir auch gegenüber Ungarn uns stark machen. Auf der anderen Seite muss man aufpassen, dass man auch nichts kaputt macht. So, und dazwischen bewegt sich das immer. Das ist für die, die 100% sagen, raus, die passen nicht zu uns. Und denen, die sagen, naja, jeder wie er will und irgendwie sind wir dann Europa. Da muss es einen vernünftigen Mittelweg geben. Und ich glaube, dass wir in Europa eine Wertegemeinschaft sind. Am Ende, glaube ich, wird sich das durchsetzen. Aber gerade in Polen, gerade in Ungarn wird das ein Haufen rumpeliger. Und ich glaube, auch die anderen Länder in Osteuropa sind nicht ganz frei von Problemen. Aber ehrlicherweise, wer kann meckern? Wenn man sich mal das Wahlergebnis in den Niederlanden anguckt, wenn man sich anguckt, wie stark Le Pen in Frankreich ist, muss man sagen, das war auch manchmal eine Haaresbreite vorbei oder in Italien. Deswegen sollten wir uns alle nicht beschweren, sondern immer weiter daran arbeiten, dass dieses Europa, was wir wollen, auch eine Zukunft hat. Am liebsten, oh Gott, also ehrlicherweise Schwarzbrot, Butter, Hackepeter, Pfeffer, Salz, Zwiebel. Bin ich glücklich. Oder Lapskaus mit 4 Spiegeleier. Also am Anfang haben wir ja unsere ganze Kraft da reingesetzt, überhaupt selber in einen Zustand zu kommen, dass wir klarkommen. So, und ich glaube, wenn wir dann sehen, wie es funktioniert, dann ist es ja auch so, dass wir auch solche Beatmungsgeräte verkaufen. Wir holen zurzeit auch Kranke nach Deutschland, sei es aus Italien oder anderen Ländern, und gucken, dass sie es in unsere Krankenhäuser tun. Also man muss diese europäische Solidarität leben. Das war am Anfang ein bisschen schwierig auf allen Seiten, weil diese Grenzschließungen da auch ein bisschen abrupt waren und man nicht genau sicher war, was da alles läuft. Aber im Ergebnis muss mehr passieren. Ich glaube, dass wir inzwischen so weit sind und das machen. Und das Gleiche gilt nicht nur für Beatmungsgeräte, das gilt dann auch für Geld. Olaf Scholz ist ja gerade dabei, einen Schirm zu schüren für die Europäische Union mit bestehenden, existierenden Möglichkeiten. Ich glaube, nur so geht es. Ich glaube, wenn wir diesen Green Deal ernst nehmen, wenn wir den ökologischen Umbau dieser Gesellschaft ernst nehmen, dann wird es große Infrastrukturprojekte brauchen. Und dann muss man eben sehen, dass man die Bauverfahren, die wir haben, beschleunigen. Das heißt eben auch, dass Bürgerklagen, so wichtig sie sind, am Anfang eines Vorhabens stattfinden müssen und nicht mehr zwischendurch. Verbandsklagerechte am Anfang und nicht. Wir müssen all diese Vorhaben zusammenschieben und gucken, dass es schneller und effizienter wird. Das heißt, jeder soll sein Klagerecht haben, aber am Anfang eines Vorhabens und nicht immer wieder zwischendurch. Wenn man sich die Elbvertiefung anguckt, dann merkt man, was da alles falsch gelaufen ist. Dass es teurer geworden ist, liegt eben auch daran und ewig dauert. So, deswegen glaube ich, müssen wir unsere Bauvorschriften verändern, müssen unsere Planungsvorschriften verändern, wir müssen die Klagerichtlinien und diese ganze Vorschriftenwelt einmal zusammenschieben, organisieren und komprimieren, damit es dann einfach deutlich schneller geht. Ich persönlich traue noch immer, dass wir keinen Transrapid von Hamburg nach Berlin gebaut haben. Das wäre wunderbar gewesen. Wir hatten mal die Y-Trasse, das wäre eine Bahnstrecke gewesen von Hamburg nach Hannover, nach Bremen und sprechen zurück, deswegen dieses Y. Wäre eine super Geschichte gewesen, weil wir hätten die Personenstrecken von dem Güterverkehr entlasten können und hätten reinen Güterverkehrsstrecken gehabt. Deswegen ist in Frankreich der TGV immer pünktlich, weil er alleine auf seiner Trasse fährt, während bei uns auch noch Güterverkehr, Regionalverkehre, Eurocities, Intercities alle auf den gleichen Strecken fahren. Und wenn einer dann ein Problem hat, haben alle ein Problem.
Deswegen finde ich das schlau, dass sie da auch ein eigenes Güterverkehrsnetz nach und nach in Deutschland aufbauen. Das werden wir aber nur hinkriegen, wenn wir deutlich schneller, konsequenter und besser werden. Ich glaube, dass wir irgendwann im Sommer gucken müssen, wie das funktionieren kann. Das wird aber eben auch bedeuten, dass man gerade in solchen Fitnessstudios die Abstandsregelung einhält und dass man guckt, wie man das so organisiert, dass man auch da schrittweise eine Öffnung hinbekommt. Ich sehe das ja an mir selber. Ich bin früher ja auch relativ häufig zu Fitness First gegangen, etwas turnen. Das findet nicht mehr statt. Ich mache das jetzt im Wohnzimmer. Das ist auch nicht auf Dauer die optimale Lösung. Aber ich habe angefangen zu laufen. Also auch noch was Positives aus der Krise. So, und das muss man sehen, weil diese ganzen Fitnessstudios sind ja auch Wirtschaftsbetriebe. Die müssen überleben. Also muss man denen schrittweise die Möglichkeit eröffnen, ohne die Erfolge, die wir in der Bekämpfung des Virus hatten, zu gefährden. Also im Kern glaube ich, dass ja, wir Architekten erklären mir immer, dass jede Zeit ihre eigenen architektonischen Antworten hat. Da scheint das fachlich wohl so zu sein. Emotional bin ich da ein bisschen anders aufgestellt. Ich glaube ja, dass die Menschen gerne in Altbau wohnen. Ich glaube, dass Hamburg eben auch geprägt ist durch Schuhmacher und diese ganze Backsteinbauten, die wir haben. Und ich glaube auch, dass man diese Backsteinbauten erhalten sollte. Bei all diesen Dämmungen und CO2-Varianten, die wir da haben, muss es Möglichkeiten geben, dass man echten Backstein als Fassade weiterhin benutzt und dass das Bild einer Stadt dadurch weiterhin geprägt wird. Und am Ende muss man halt gucken, was die Menschen wollen. Nicht alles, was gebaut wird, ist immer nur schön. Wobei ich sagen muss, in den letzten Jahren ist das in Hamburg schon deutlich besser geworden. Was da teilweise in den 70ern, 80ern gebaut worden ist, war ja nicht nur hübsch. Also der Einsatz der Bundeswehr im Inneren ist falsch. Die Bundeswehr ist nicht dafür ausgebildet, dass sie im Inneren eingesetzt wird. Das heißt, dass man irgendwie in irgendeinem, wenn wir Fußballspiele haben und Konzerte und nicht genug Bundespolizei da ist, auf einmal Soldaten einsetzen. Ich will auch nicht aus Sicherheitsgründen vor der Haspel-Filiale irgendwann Schützenpanzer aufbauen. Das ist alles abstrus. Dafür haben wir die Polizei, dafür haben wir die Bundespolizei. Im Zweifelsfalle muss man das machen, was die Große Koalition gemacht hat. Wir haben 7.500 neue Stellen für die Bundespolizei geschaffen. In den Ländern werden neue Stellen geschaffen, dann ist das so. Das heißt aber nicht, dass die Bundeswehr nicht in Katastrophen auch mal eingesetzt werden kann. Jeder in meinem Alter erinnert sich an die Schneekatastrophe, wo die Bundeswehr durch Deutschland gefahren ist und Dörfer versorgt hat, Straßen freigeräumt hat. Wir erinnern uns an Hochwasser, wo die Bundeswehr Sandsäcke geschleppt und gestapelt hat und auch dafür gesorgt hat, dass die Deiche halten. Und natürlich kann man in großen Krisen auch die Bundeswehr nehmen, damit sie halt helfen. Aber das ist nicht Einsatz im Inneren, das ist Katastrophenschutz. Und diese geistige Trennschärfe würde ich doch erbitten. Die schleswig-holsteinische Landesregierung ist der Auffassung, dass Krisenbekämpfung auch dadurch passiert, dass Hamburger nicht mehr nach Schleswig-Holstein dürfen. Ich halte das für abstrus. Ich kann das auf den Inseln irgendwie noch nachvollziehen. Aber wenn man seinen Garten in Norderstedt hat oder seine Ferienwohnung in Ostholstein, ja, dann soll man da noch halt hinfahren. Das ist dann eben so. So, und das wird auch die Krise nicht verschärfen. Und wenn man sich an Abstandsregelungen hält und all das, was wir machen müssen, dann ist das kein Problem. Ich verstehe diese Hysterie nicht. Ich verstehe nicht, warum man jetzt Polizei an den Landesgrenzen auffahren muss, wo kaum noch einer weiß, wo die Landesgrenzen sind. Und dann darf man als Fußgänger, als Jogger, als Fahrradfahrer oder Motorradfahrer nicht von Hamburg aus nach Schleswig-Holstein. Ich halte das für absurd. Ich bin froh, dass Peter Tschentscher da schlau überlegt und auch gelassen reagiert hat. Schleswig-Holsteiner dürfen weiterhin nach Hamburg. Aus Niedersachsen darf man nach Hamburg, wir dürfen auch nach Niedersachsen. Ich finde, so gehört sich das. Was die Schleswig-Holsteiner da machen, ist ein einziges Trauerspiel. Ach, ehrlicherweise, es gibt viele schöne Momente, aber ich werde nie den Tag vergessen,
als wir die Wahlergebnisse bei der Bundestagswahl 1998 ausgezählt haben. Nicht nur, weil ich dann das erste Mal in den Bundestag eingezogen bin, sondern weil Gerd Schröder Bundeskanzler geworden ist und wir mit Rot-Grün diese 16 Jahre schwarz-gelbe Nichtstuerei, diese Blockade aufgebrochen haben und das Land sich nach vorne entwickelt hat. Das war ein großartiges Erlebnis. Ja. Ich glaube, dass es viele Themen gibt, die wichtig sind, die wir gerade nicht diskutieren. Deswegen bin ich zum Beispiel Olaf Scholz ganz dankbar, dass der das ganze Thema Klima weiter diskutiert. Wir haben ja monatelang nur über CO2-Werte, über Klima, Fridays for Futures geredet. Und jetzt ist das so, als wäre das alles nie gewesen. Wir reden jetzt alle nur über Corona. Merke, die Deutschen können immer nur eine Krise gleichzeitig. Und deswegen finde ich es gut, dass Olaf Scholz sagt, wenn wir jetzt Konjunkturpakete schüren, wenn wir jetzt Geld investieren, dann müssen wir die Klimapolitik immer mitdenken. Dann müssen wir dafür sorgen, dass Klimapolitik gleichzeitig auch nach der Krise weiterläuft, damit wir gucken, dass wir den Klimawandel, den wir aufhalten wollen, den wir gestalten wollen, dass wir das weiterhin in jeder unserer Maßnahmen mitdenken. Und deswegen ist es eben wichtig, sich nicht nur auf Corona zu konzentrieren, sondern zum Beispiel Klimawandel zu machen. Jetzt ist es auch gleichzeitig wichtig, dass man die Flüchtlinge nicht vergisst, insbesondere die, die in Griechenland sind. Das heißt, dass man Kinder, Familien mit Kindern von den Inseln aus Griechenland nach Europa holt, nach Deutschland holt, hier verteilt. Jetzt sind das erstmal 50 gewesen. Mehr ging mit unserem Koalitionspartner nicht. Wir arbeiten dran. Ich glaube, das werden deutlich mehr. 1500 waren vereinbart. Das wird dann alles kommen, aber das darf man nicht vergessen. Man darf auch nicht vergessen, dass so ein Kontinent wie Afrika, der auch unsere Unterstützung und Solidarität braucht, dass wir weiter daran denken, dass wir wirtschaftliche Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe da machen. So, das sind all die Dinge, die müssen weiterlaufen. Nicht, dass die Menschen glauben, jetzt kümmern sich die Europäer mal erstmal um sich selber und die Deutschen um sich selber und wir sind denen vollkommen egal, sondern da muss man aufpassen, dass diese Konflikte, die da sind, auch weiterlaufen und dass man das nicht vergessen darf. Es gibt ja Menschen in Deutschland, insbesondere die Grünen, die sagen, wer für Europa ist, muss für Eurobonds sein, wer nicht für Eurobonds ist, ist gegen Europa. Das halte ich für genauso ideologisch und dünnsinnig wie diejenigen, die sagen, man muss gegen Eurobonds sein, weil das ist die Vergesellschaftung der Schulden und das kann alles nicht angehen und wir Deutschen wollen nicht für diese schludrigen Franzosen, Italiener, Spanier zahlen. So, das sind so zwei Extreme, die es gibt. Ich halte sie beide für falsch. Ich glaube, dass man schnell handeln muss. Eurobonds wird es nicht geben, weil wir die europäischen Verträge ändern müssen, das Bundesverfassungsgericht wohl mitreden würde, unser geschätzter Koalitionspartner starke Vorbehalte hat, um es ganz freundlich zu formulieren, viele Länder in Europa gegen diese Eurobonds sind und man ein Einstimmigkeitsprinzip hat. Das wird jahrelang nichts. Deswegen, und weil wir als Sozialdemokraten ja ins Gelingen verliebt sind, hat Olaf Scholz gesagt, nutzen wir bestehende Institutionen, also zum Beispiel den ESM. Und dann gucken wir doch, dass wir investieren, dass wir diesen Ländern Geld geben, dass wir das wie eine Arbeitslosenversicherung auf europäisch kriegen, dass wir in die europäische Wirtschaft investieren, dass wir Milliarden generieren. So, und das aber über bestehende Strukturen, die sind jetzt da. Da kann man das sofort machen. So, da kann die Europäische Union tätig werden. Deswegen verstehe ich es nicht, dass man sich jetzt mit ideologischen Grabenkämpfen aufhält. Eurobonds ja, Eurobonds nein. Ich glaube, die Menschen brauchen Unterstützung, die Staaten verdienen unsere Solidarität. Und diejenigen in Deutschland, die nicht wissen, was Solidarität ist und die nicht finden, dass wir andere unterstützen sollen, kann ich ja nickelig auch daran erinnern, dass 60% unserer Exporte in den Euroraum gehen, nach Griechenland, nach Italien, nach Frankreich, nach Spanien. Und wenn es denen beschissen geht, dann kaufen die auch bei uns nicht mehr. Das heißt, helfen wir denen, sind wir nicht nur solidarisch, sondern wir helfen auch uns selber. So, und ich finde das gar nicht so schwierig zu kapieren. Und deswegen finde ich es gut, dass Olaf Scholz das zurzeit verhandelt. Die Holländer sind da noch ein bisschen sperrig. Ich hoffe, dass man das hinkriegt. Am Ende wäre das eine gute Lösung, mit den bestehenden Institutionen bestehende Probleme zu lösen.
fragen Sie mich jetzt als Politiker oder als Privatmann, ob ich 1.000 Euro haben möchte. Also im Ergebnis ist es so, dass man natürlich gucken muss, dass sich anschaut, in welchen Bereichen ist die Wirtschaft ganz besonders getroffen worden durch diese Krise. Und welche Maßnahmen helfen jetzt, die anzuschieben? So, heißt das, wir investieren mehr in unsere Infrastruktur, tun da mehr rein? Heißt es, wir machen Steuererleichterungen? Wir haben als SPD vorgeschlagen, dass wir den Soli für 90% der Menschen in Deutschland streichen zum 01.01.2021. Das ist in der Koalition beschlossen. Wir haben gesagt, wegen der Krise würden wir es gerne vorziehen zum 01.07. diesen Jahres, dass man diese Steuersenkung für 90% der Menschen ein halbes Jahr vorzieht. All diese Dinge können Teil eines Pakets sein, was uns wieder mit Schwung aus der Krise rausführt. Also wenn ich mich hier so umgucke, dann sehe ich ja genug Vorbilder und ich finde, mit Hamburgern ist die Bundes-SPD immer gut bedient gewesen. Danke, das war's. Wunderbar. Also, wenn es Ihnen gefallen hat, Fragen stellen. Nächste Woche ist ja die Fahrt und auch da sitze ich dann im Sitzungssaal der SPD-Bundestagsfraktion. Da können wir eine Stunde diskutieren. Dazu müssen Sie Fragen stellen, entweder an johannes@kars.de oder an johannes.kars@bundestag.de oder bei Facebook, Twitter, Instagram. Vielen Dank.